So ersetzen Sie die Filter und setzen die Filtersymbole an Ihrem Eramax Pro AM2 Luftreiniger zurück. Die beiden Hauptkomponenten, auf die Sie beim Filterwechsel achten müssen, sind der Vorfilter und der Hybrid-HEPA-Filter. Es gibt zwei verschiedene Anzeigen, ein blinkendes Licht, wenn die Filter zu 90% verschmutzt sind, und ein dauerhaftes Licht, wenn die Filter zu 100% verbraucht sind und ausgetauscht werden müssen. Bevor Sie eines der Symbole zurücksetzen, müssen zunächst die verschmutzten Filter durch neue ersetzt werden. Zwei Dinge sind zu beachten. Versuchen Sie nicht, Ihre Filter zu reinigen oder zu waschen, da Sie damit riskieren, dass die von Ihnen aufgefangenen Schadstoffe wieder in die Luft gelangen und Sie dann nicht mehr effektiv arbeiten. Verwenden Sie außerdem nur offizielle Fellows Eramax Pro Ersatzfilter, da die Geräte mit anderen Filtern nicht funktionieren. Noch ein paar Hinweise zur Sicherheit. Wenn Sie die Filter austauschen, empfehlen wir zu Ihrem Schutz Nitrilhandschuhe und eine Gesichtsmaske. Halten Sie einen Plastikbeutel bereit, der groß genug ist, damit die Filter hineinpassen, bevor Sie sie herausnehmen. Legen Sie die verschmutzten Filter vorsichtig in den Abfallbeutel, verschließen Sie den Beutel fest, auswechseln der Filter. Drücken Sie auf den Riegel an der Oberseite des Geräts, um die Abdeckung zu öffnen, und entfernen Sie die alten Filter, die ersetzt werden sollen. Legen Sie die alten Filter in einen Plastikbeutel, verschließen Sie ihn gut und entsorgen Sie ihn. Recyceln Sie gebrauchte Filter nicht. Falls nötig, können Sie die Frontplatte, die Lüftungsöffnungen und den Bildschirm mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Entfernen Sie die Verpackung von den neuen Filtern, bevor Sie sie wieder einbauen. Beginnen Sie mit dem Abziehen der Klebestreifen vom grünen Vorfilter und kleben Sie den Vorfilter auf die schwarze Kohlenstoffseite des Hybrid-HEPA-Filters. Richten Sie die Eramax Pro zertifizierten Filteraufkleber auf dem Filter und der Innenseite des Geräts aus. Setzen Sie die Filter ein und achten Sie darauf, dass der grüne Vorfilter zuerst eingesetzt wird. Der HEPA-Filter sollte nach außen gerichtet sein. Schließen Sie die Frontplatte, Sie werden ein Klicken hören. Um Ihre Filtersymbole zurückzusetzen, wählen Sie zunächst den Filter aus, den Sie zurücksetzen möchten. Halten Sie den Finger 3 Sekunden lang auf das Symbol gedrückt, bis es grün leuchtet. Halten Sie den Finger weitere 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol erlischt. Wiederholen Sie den Vorgang, um alle weiteren Filtersymbole zurückzusetzen. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen oder wissen möchten, wo Sie Ersatzfilter kaufen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter 00800 1810 1810.